Aloha Seekräuter, willkommen zur nächsten Ausgabe der Flaschenpost. Wir wollen euch wieder auf den aktuellen Stand bringen, was hier in dem Universum von World of Warships so los ist. Wartet an Mitnahmemöglichkeiten, an besondere Aktionen, an Geschenken, an Gewinnspielen, an Änderungen im Spiel und so weiter gibt. Und damit wollen wir direkt anfangen. Wir haben euch wieder eine Inhaltsliste an die Seite gepackt, sodass ihr genau seht, wann welche Informationen hier besprochen werden. So könnt ihr dann auch in dem Video ein bisschen springen, wenn ihr denn möchtet und euch nicht komplett die Informationen von A bis Z reinziehen möchtet. Also, fangen wir direkt an. Es gibt besondere Twitch-Drops. Was waren Twitch-Drops nochmal? Ihr schaut Twitch, verbindet euren Wargaming-Account mit einem Twitch-Account und wenn ihr einen Streamer guckt, der World of Warships spielt, könnt ihr dafür mit ein bisschen Glück Twitch-Drops bekommen. In den Containern sind jetzt andere Inhalte. Und zwar in den normalen Drops Ironium und Sci-Fi-Tarnung. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, bekommt ihr einen epischen Drop. Und das wäre dann ein Super-Container, wo dann Schiffe, Premium-Spielzeit, Kohle, Stahl und so weiter drin sein kann. Das findet statt vom 12. bis zum 24. April. Und ihr habt das bei jedem Streamer die Möglichkeit, der World of Warships als Game-Titel gesetzt hat, was er streamt. Nicht nur, wenn es da unten läuft, sondern es muss auch als Game-Titel drinne stehen. Eine Spezialsendung gibt es dann auch von Wargaming mit Chrysanthos und Mr. Conway am 18. April. Da könnt ihr eben euch die ganze Geschichte dann auch nochmal anschauen. Und ihr habt da auch da natürlich die Chance, Twitch-Drops zu bekommen. Also, wie funktioniert das nochmal mit diesem Twitch-Drop-Account verbinden, bla, hin und her? Einloggen auf der Wargaming-Seite worldofwarships.eu/de, dann geht ihr hier oben in die Ecke, wählt euch, loggt euch ganz normal mit eurem Passwort und so weiter ein, geht dann hier auf die Kontoverwaltung. Wenn ihr dann da angelandet seid, dann gibt es auf der rechten Seite leichten Zugang über mit einem sozialen Profil. Auch Twitch ist ein soziales Profil. Hier klickt ihr dann auf den Button rechts drauf. Wartet einen Moment, dann kommt das Einlog-Fenster für Twitch, mein Passwort und so weiter. Benutzername ist sowieso alles gerade verändert, also da braucht man sich auch gar keine Mühe geben, stehen eh nur Punkte da. Jetzt drückt ihr dann hier auf Einloggen und wenn ihr eingeloggt seid, dann hat sich der Account, den ihr hier gerade genommen habt, mit dem Account, mit dem ihr gerade bei Wargaming genommen habt, miteinander verbunden. Und das bedeutet, dass dieser Wargaming-Account alles bekommt, was ihr mit dem, in Anführungsstrichen, jetzt Maracha-Account machen würdet. Ja, hier steht ja dann euer Name. Also, in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch eine ganz kurze Anleitung geben, wie das nochmal mit den Twitch-Drops funktioniert. Man kann es ja im Hintergrund einfach leise laufen lassen, selbst wenn man selber spielt. Auflösung ganz weit runterstellen. Ob man daran teilnimmt oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber um Twitch-Drops mitzunehmen, einfach Streamzeit generieren. Das ist eigentlich das Ziel, was Wargaming dahinter hat und die Streamer von World of Warships ein bisschen zu fördern. Gut, jetzt war es das mit den Twitch-Drops. Viel Spaß damit. Finde ich eine coole Aktion. Ja, auf jeden Fall super Container. Vielleicht hat man ja eine geile Chance. Wäre ja cool. Wir kommen zum nächsten. Ja, denn es ist noch Suppe da. Nicht die ganze Zeit Streams gucken, sondern auch Suppe essen. Und zwar Torpedosuppe. Und das ist ja ein geiler Titel, wie ich persönlich finde. Es wird wieder ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar ab dem 15. April wird Wargaming den nächsten Gefechtsmodus in World of Warships einführen. Zumindest für eine begrenzte Zeit. Und zwar vom 15. bis zum 24. April gibt es Torpedo Beat. Oder zu Deutsch, wie sie es genannt haben, Torpedosuppe eben. Ihr seid einer von 5 Zerstörern auf jeder Seite, die sich im Epizentrum-Modus gegenüberstehen. Wird alles sehr viel schneller sein. Die DDs sind saumäßig schnell unterwegs, die Torpedos noch viel schneller. Eure Hauptbewaffnung, also die Geschütze, sind automatisiert, also ihr habt die dann eher als Sekundärgeschütze. Die Präzision dieser Geschütze wurde deutlich gesteigert und ihr müsst euch nur auf das Ausweichen oder das Abschießen von eigenen Torpedos konzentrieren. Auch die Nachladezeit ist extremst reduziert, also ein absolut Action-Spiel und Adrenalin-geladenes Spiel. Ja, sehr viel Abwechslung, man muss super aufmerksam sein, seinen kompletten Fahrstil wahrscheinlich verändern, wie man sonst mit DDs unterwegs ist. Welche DDs sind dabei? Gearing, Z52 und Shimakaze, natürlich in der Abwandlung Comet Trace, Celestial und Rover. So heißen sie dann wohl. Hier gibt es nochmal alles zum Nachlesen. Hier ist das alles nochmal ein bisschen größer. Alle 10 Sekunden gibt es 10 Punkte, wenn man einen Ring hält. Aber nur, wenn ihr ihn haltet. Nicht, wenn ihr ihn erobert, bekommt ihr keine extra Punkte. Ja, also sonst gab es ja immer, ihr habt eine Zone erobert, kriegt also einmal x Punkte gut geschrieben und danach dann alle paar Sekunden, sondern hier bekommt man nur Punkte, wenn man ihn hält.
Verliert ihr ein Schiff, verliert ihr 80 Punkte. Egal auf welchem Team, ne, ist klar. Jeder, der ein Schiff verliert, bekommt eben 80 Punkte abgezogen. Starten tut die ganze Geschichte bei 500 Punkten. Und sobald ihr 1000 Punkte habt, habt ihr gewonnen. Oder wenn das gegnerische Team alle Zerstörer verloren hat. Ja, und das ist alles, was man dazu sagen kann. Hier unten gibt es noch einen speziellen Soundtrack, könnt ihr abrufen. Die Links dazu gibt es alle dann bei uns. Unter diesem Video natürlich könnt ihr dann ohne Probleme darauf zugreifen, um schnell eure Informationen hier nochmal rauszuziehen. Gut, und dann möchte ich euch daran erinnern, dass es immer noch den intergalaktischen Zehnkampf gibt. Der geht dieses Wochenende in die zweite Runde. Und das bedeutet, dass ihr Thanos-Pakete gewinnen könnt, wenn ihr in bestimmten Disziplinen unter den Top 10 landet. Also vom 12. bis 15. April, ihr müsst euch eingeloggt haben, auf den Teilnehmen-Button geklickt haben und dann müsst ihr, weil dieses Wochenende ist ja noch Wochenende 2, da geht es ja noch um den Raumangriff, entweder unter den 10 meisten Spielern gewesen sein, Schaden an Generatoren der Station, wenn ihr Angreifer seid, und den 10 meisten Spielern für Schiffe zerstört als Verteidiger oder eben bei den meisten Base XP die Top 10 erreicht haben. Wenn ihr da dabei seid, habt ihr sicher ein Weltraum-Thanos-Paket gewonnen. Dann gibt es auch noch Zufallsverlosungen und so weiter und so fort. In diesem Paket sind dann hier diese Tarnungen drin, also sind 25 Stück. Ist einfach mal nice to know, das nebenbei mitzunehmen. Ja, ist jetzt nicht so super, vielleicht für den einen oder anderen, aber man kann es ja nebenbei einfach mal mitnehmen und das ist auch irgendwie eine ganz geile Sache. Denke ich zumindest. Jeder, der gewonnen hat, kann jetzt nicht nochmal den Zufallspreis gewinnen. Ich glaube, das ist klar. Und ja, das möchte ich euch einfach nur noch mal ans Herz legen. Wenn ihr darauf Bock habt, einfach raufklicken. Ich habe es gemacht, auch wenn ich kaum Weltraumgefechte fahre. Man kann ja zumindest, selbst wenn man nur die Sierra Mike-Flagge mitnimmt, hat man ja schon einen kleinen Vorteil gewonnen. Zwinker, zwinker sozusagen. Ja, das ist die Info, die ich jetzt für euch hatte. Und der nächste Punkt ist dann die Lettre Terrible. Und da müssen wir unseren Work-in-Progress-Stempel anmachen. Denn da sind wir beim Supertest angekommen. Ihr habt ja mitbekommen, dass die Le Terrible vor kurzem quasi eine Schwester bekommen hat, die Le Effond. Und das war die getarnte Le Terrible. Und da wurden halt neue Einstellungen getestet, die jetzt so weit gereift sind, dass sie mit 083 in das Spiel integriert werden. Und zwar mit welchen Änderungen denn? Die AP-Granate, da wurde die Geschwindigkeit geändert. Und zwar von 800 auf 840 Meter die Sekunde. Der Krupp-Wert wird erhöht von 2400 auf 2100 Punkte. Das ist der Wert, der dafür sorgt, dass man eine bessere, also einer der Werte, dass man eine bessere Panzerungspenetration hat. Das heißt, ihr könnt jetzt dann wohl, zumindest steht es in verschiedenen Bereichen geschrieben, dann Panzerung leichter Kreuzer mit der AP-Munition, also leichter durchschlagen und dadurch dann halt auch Zitadellentreffer landen. Und somit seid ihr eine Riesengefahr für leichte Kreuzer. Das ist eine super interessante Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Franzosen-Zerstörer sind ja sowieso super, also ultraleichte Kreuzer, sage ich jetzt einfach mal. Sie sind viel größer als Zerstörer, aber viel kleiner als leichte Kreuzer, haben aber eine relativ hohe Schussweite, wenn man das richtig skillt, kommt die Le Terrible ja auch über 14 Kilometer. Und das wollten sie halt jetzt verändern. Die Schussbahn war unbequem. Ich habe sie auch immer auf kurze Distanz gespielt. Und dadurch wird jetzt auch noch der Luftwiderstandskoeffizient verändert, um einfach eine flachere, direktere Schussbahn zu ermöglichen. Und somit das Spiel angenehmer mit diesem Zerstörer zu gestalten und ihm halt auch die Möglichkeit einer besseren Überlebensfähigkeit zu geben. Dann wurden die Trefferpunkte noch allokalisiert. Also die einzelnen Trefferboxen nicht mehr über so viele Trefferpunkte verfügen, denke ich jetzt einfach mal, gibt da eine Veränderung und damit der D einfach länger im Gefecht überleben kann, um dann auch selber Schaden auf Zerstörer, auf Kreuzer zu machen. Gut. Nächster Punkt ist dann die Georgia und russische Schlachtschiffe. Wir haben ja vor kurzem auf unserem YouTube-Kanal die Vorschau zur Georgia veröffentlicht. Nicht mal 10 Minuten das Video, also über 8. Und haben euch dann die Georgia einfach mal so ein bisschen eingeordnet. Wo gehört die hin? Iowa, Missouri? Wo sind die Vor- und Nachteile so ein bisschen? Und so weiter. Und haben euch natürlich auch auf die 457 mm hingewiesen und den Sigma-Wert und die vermeintlich geringe Streuungsellipse. Und trotzdem fehlt dem Schiff irgendwie was, denn es sind nur 6 Mumpeln, die dieser Dampfer in der Luft hat und keine 9. Er kann nicht so weit schießen wie eine Missouri zum Beispiel. All so eine Sachen sind da zu beachten gewesen. Und jetzt
haben sie nochmal ein bisschen was verändert im Gegensatz zu unserer Vorstellung. Jetzt ist die Nachladezeit reduziert worden, nämlich von 30 auf 26 Sekunden. Und das sorgt eben dafür, dass ihr schneller hintereinander schießen könnt und vielleicht einfach ein bisschen attraktiver macht das Schiff, ein bisschen mehr Damage im Durchschnitt pro Runde erzielen kann. Und mal gucken, ob es dabei bleibt. Auf jeden Fall habe ich das natürlich schon in die Beschreibung des Videos mit reingepackt, sodass ihr da auch den aktuellen Stand dann habt. Es geht aber noch weiter mit den Veränderungen, denn die russischen Schlachtschiffe stehen ja vor der Haustür oder vorm Hafen, wie auch immer man das sehen möchte. Es gibt nochmal Veränderungen, bevor sie dann released werden. 083 steht ja vor der Tür, da kommen sie ja dann, da sollen sie ja dann mit Early Access erspielbar sein. Also in Containern, in irgendwelchen Aktionen, die sie dann in-game machen, wo dann halt die Schiffe aus den Containern rausploppen können. Ähnlich wie jetzt gerade die CVs, die seit dieser Woche, Wochenende halt in den Marinefliegercontainern verfügbar sind. Also, die Kuznas Sururov T3 und die Gangu T4, da wird die Nachladezeit von 32 auf 36 Sekunden erhöht. Gibt ein Schiff, was noch eine langsamere Nachladezeit hat als 36 Sekunden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, also ich rede jetzt von der Hauptbewaffnung, nicht von Torpedowerfern oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich glaube mal, dass das jetzt so wahrscheinlich die langsamste Nachladezeit überhaupt im Spiel ist oder so. Vielleicht täusche ich mich auch gerade total, aber schreibt es mir einfach mal rein, würde mich freuen. Dann geht es beim T5-Schiff weiter, da wird von 30 auf 33 Sekunden erhöht. Und dann geht es nochmal weiter bei dem T6- und T7-Schiff, da wird der Sigma-Wert verändert. Und zwar auch von 1,7 dann runter auf 1,6. Wow, sage ich jetzt einfach mal. Die Streuungsbahn soll wohl ein bisschen anders sein als bei anderen Schlachtschiffen. Also, dass man doch relativ lange noch relativ nah beieinander ist, aber die Streuung dann gerade zum Schluss sehr stark zunimmt. Also, ein bisschen wie eine Tulpe, ja. Am Anfang noch sehr schmal und dann geht es halt so auf. Müssen wir mal gucken, ob es tatsächlich, wie es dann tatsächlich so ist. Das ist einfach nur das, was so überall erzählt wird und geschrieben wird und so weiter. Mal gucken, wie 1,6 Sigma sich dann auswirkt, weil das nun mal Schiffe der Kurz- und Mittelstrecke sind. Und da fällt das Sigma vielleicht nicht ganz so doll auf, ich weiß es nicht. Also 1,6 ist auf jeden Fall ein ganz schön niedriger Wert für meinen persönlichen Geschmack, so einfach von der Zahl her. Und dann geht's weiter. Conqueror und Monarch. Ihr habt mitbekommen, wenn ihr unsere Flaschenpost verfolgt, dass die Conqueror und Monarch genervt werden sollen oder sollten. Die Zitadelle ist nach oben gerückt oder sollte nach oben gerückt werden, über die Wasserlinien ein Stück weit, sodass man halt sie leichter penetrieren kann oder treffen kann. Das wurde gemacht und dabei wurde festgestellt, dass das ja schon wieder dafür sorgt, dass der Schiff quasi zu wenig Überlebensmöglichkeiten hat. Und deswegen wird jetzt ein bisschen was verändert. Und zwar bei der Monarch und der Conqueror können Kasemattenschäden in Zukunft mit der Reparaturmannschaft statt 75% 85% an Schäden wiederherstellen. Also das, was angerechnet wird auf den Wert, den die Reparaturmannschaft wiederherstellen kann. 85%. Also 1000 Trefferpunkte gemacht, 850 davon sind wiederherstellbar. Die Kasematte ist im Durchschnitt das, was von der Wasserlinie bis zur Deckkante zu sehen ist. Das ist die Kasematte in der Regel bei vielen Schiffen. Und bin mal gespannt, was ihr da draußen dazu sagt, denn das bleibt nicht dabei. Die Oberdeckrüstung der Zitadelle wird von 12 auf 32 mm erhöht. Das heißt, die Bomber, die AP-Bomber, die Conqueror und Monarch angreifen, haben es inzwischen dann schwieriger, die Zitadelle zu treffen, weil ein bisschen mehr Panzerung durchschlagen werden muss. Und dann noch eine Änderung nur für die Conqueror. Eine Sigma-Steigerung, also Verbesserung für die Conqueror, von Sigma 1,8 auf Sigma 1,9. Das heißt, das Schiff schießt präziser, die Mumpeln orientieren sich näher zu dem Punkt, wo ihr hingezielt habt. Und zwar zählt das nur für 419mm Geschütze, also die, die ihr benutzt, wenn ihr HE-Granaten bevorzugt verschießt. Davon habt ihr dann schon quasi 12 Mumpeln in der Luft und die sind dann noch präziser. Nehmen wir mal so hin, ich fahre Conqueror bei The Way sehr gerne, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn ihr eher Gegner der Conqueror seid, dann denke ich mal nicht, dass euch das ganz besonders freuen wird. Auch wenn sie jetzt verletzlicher ist mit der Zitadelle möglicherweise, das, was dann da jetzt an Buff, der oben raufkommt, ja, macht das Ding wieder noch interessanter sozusagen. Schauen wir mal, was da so kommt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten rein. Nächster Punkt ist die Indomitable. Und zwar ist das der Premium T8-Träger der britischen Royal Navy.
Und der wird ja noch getestet, der ist noch nicht released auf dem Live-Server. Und da gibt es jetzt eine Änderung. Und zwar die Raketenflugzeuge bei der Audacious sind die Dinger, die ganz viele Raketen pro Flugzeug haben und ordentlich Schaden machen können. Schon jetzt auf DDs, auf T10-DDs mache ich mit so einem Anflug, wenn der sitzt, 4.500 Damage oder so eine Sachen. Das kommt nicht so selten vor, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Flugzeuge kriegt jetzt die Indomitable auf T8. Wow. Ja, macht die Dinger natürlich besonders attraktiv und ja, ist halt was Besonderes. Irgendwo haben die ganzen Premium-Träger ja immer irgendwie was Besonderes. Ja, dass die Amis dann plötzlich AP-Bomben haben bei der Enterprise oder so eine Sachen. Also, das ist halt immer so ein bisschen vertauschte Rollen. Das soll jetzt das Besondere bei der Indomitable sein. Also, das ist das, was wir an Work in Progress für euch haben. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich werde mit euch gerne darüber chatten. Einfach loslegen, was euch so in den Kopf kommt. Konstruktiv natürlich bitte. Ja, so wie ich euch kenne. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist dann Schlachtfest. Und da kann ich das Work in Progress mal ausmachen. Boah, das findet wirklich statt. Und zwar am 16. Ach, am 16. Am 1.6.2019 geht's los und das geht bis 2.6. Butterkeks organisiert diese ganze Eventgeschichte und hat saumäßig viele Anmeldungen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal, soll ich euch von Butterkeks ausrichten, dass so viele Menschen, so viele Spieler von euch da draußen an dem Schlachtfest-Event mit teilnehmen wollen. Jetzt sind sogar CVs erlaubt und so weiter. Und ja, was ist jetzt das Problem? Ja, es gibt kein richtiges Problem. Aber eure Mithilfe ist gefragt. Ihr kennt Streamer, die ihr gut findet, die eine Reichweite haben oder ja, die einfach Bock möglicherweise auf sowas haben. Sprecht sie an. Wir brauchen Streamer. Butterkeks braucht Streamer für das Schlachtfest-Event. Wir haben ein paar oder Butterkeks hat ein paar und ja, wir brauchen einfach noch ein paar mehr. Ja? Wir haben so viele Gefechte. Wir haben so viele Gefechte, dass die Streamer, die wir jetzt haben, das gar nicht alles abdecken können. Wir wollen möglichst viel. Butterkeks möchte möglichst viel für euch bieten und so, dass ihr halt auch nochmal nachklicken könnt, nochmal nachschauen könnt, boah cool, da bin ich mit meiner Divi unterwegs gewesen, wie auch immer und ich glaube, dass das eine ganz geile Sache werden kann, ladet die Bekannten, die, wo ihr wisst, dass die streamen oder streamen können, mit ein, sprecht sie an, sie sollen Butterkeks anschreiben und sich hier auch im Forum melden, das ist hier unter regionale Wettbewerbe in der deutschen deutschsprachigen Community Area. Ich werde es unten wieder in der Beschreibung verlinken. Streamer sind dabei. Ich wäre super gerne dabei. Ich bin im Urlaub leider und kann somit nicht streamen. Sonst hätte ich es hier auf dem Seekrauts-Kanal bei YouTube und Facebook übertragen. Also, ich lade euch herzlich dazu ein. Macht ein bisschen nochmal Werbung bei den Streamern für dieses Event. Es sind super viele bereits dabei, die als Clan antreten wollen. Und ja, ist nur meine Einladung sozusagen. Nächster Punkt ist dann schon der Premium-Spielzeit-Code. Und zwar gehen wir hier mal auf unsere Facebook-Seite, auf der ihr immer sämtliche Informationen auf Deutsch übersetzt bekommt. Alle super Test-Infos und so weiter und so fort. Ja, und der Premium World of War, nicht World of Warships, sondern World of Tanks Code gilt nur auf dem EU-Server. Möchte ich euch hier nochmal anbieten. Wenn ihr auch World of Tanks spielt, ist das sicher interessant. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das wieder so eine übergreifende Spielzeit ist. Da gab es ja diese Aufsplittung mit Wargaming Premium Spielzeit und eben World of Warships Premium Spielzeit. Wenn es Wargaming Spielzeit ist, die ihr da bekommt, dann zählt es ja für beide Bereiche. Wenn es für World of Tanks ist, dann halt nur für World of Tanks. Wie gesagt, probiert es aus. Könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wie das bei euch gewesen ist. Es funktioniert nur auf dem EU-Server, aber der Bill, der ist auf einem anderen Server. Deswegen hat er geschrieben, didn't work. So, und das ist der Premium-Spielzeit-Code. Und der nächste Punkt ist ein Azuma-Gewinnspiel. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Ihr habt ja lange darauf gewartet. Auch den Post haben wir hier für euch parat gestellt. Im Moment im Premium Store die ganzen Trägervarianten natürlich, auch ein Riesenpaket und, worauf ihr ja auch gewartet habt, Container, Marine-Flieger-Container. Die gibt es jetzt auch im Store. Wer Bock darauf hat, aber sich keinen selber kaufen will, schaut bei uns in den Livestreams die nächsten Tage vorbei. Wir werden auf jeden Fall, also heute Abend am 13.04. um 20 Uhr auf jeden Fall wieder was für euch parat haben, könnt ihr euch sicher sein. Und
dann natürlich auch in der Zukunft. Wir feiern in wahrscheinlich einer Woche zu Ostersamstag 1000 Abonnenten bei YouTube. Und da haben wir ein ganz besonderes Giveaway für euch vorbereitet. Da könnt ihr also auch dabei sein. Ist meine Einladung für euch, wenn ihr vielleicht noch einen Flugzeugträger haben wollt. Oder einfach nur die Kohle, was da drin sein kann und so weiter und so fort. Gut, zum nächsten Gewinnspiel. Kommen wir dann jetzt, denn das ist von World of Warships persönlich und ihr könnt eine Azuma mitnehmen. Also, wer eine Azuma vielleicht auch schon hat, kann ja dafür auch noch ein bisschen was bekommen. Wer sie noch nicht hat und überlegt, sich zu holen, kann hier beim Gewinnspiel mitmachen. Und zwar bei diesem geilen Giveaway. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ihr geht in-game rein, wählt euch euer Lieblingsschiff der japanischen Marine aus, macht ein Foto davon, postet das hier unter diesem Beitrag. Schreibt euer in den Kommentaren, welchem Server ihr angehört, wie euer Wargaming-Name ist und vielleicht, was ihr an dem Schiff so toll findet, wie ihr das möchtet. Die Anleitung steht da nochmal ganz genau dabei. Sache wird auch in meinem Video in der Beschreibung hier unten verlinkt. Und dann habt ihr eine Riesenchance, hier einfach nochmal eine Azuma mitzunehmen. Was sicherlich auch eine ganz geile Sache ist. Auch wenn es natürlich eine globale Aktion ist. Ja. Und dann sind wir durch mit unserer Flaschenpost für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr hattet Unterhaltung. Ihr konntet euch wieder Infotainment bieten. Ich habe euch unterhalten und gleichzeitig informiert. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Schreibt mir Kommentare unten rein, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Vielleicht an unserem Video oder was ihr an den Veränderungen im Spiel nicht so gut findet oder toll findet. Feedback einfach. Ja, konstruktive Feedback. Würde mich super darüber freuen. Ihr kriegt auch eine Rückantwort, ist versprochen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und jetzt vielleicht Bock drauf habt und mal unsere Previews auch anschauen wollt, einfach informiert werden wollt, wenn wir ein Video releasen, dann ein Abo und die Glocke nicht vergessen, das wäre super toll. Und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand bei uns, entweder auf der Facebook-Seite, bei YouTube, auf unserem Discord, wie ihr das möchtet, gibt es immer die kompletten Informationen für euch. Und wir haben eine coole Community inzwischen schon hier zusammen bekommen, die auch ganz viel immer einfach mitnehmen und auch Danke sagen. Wir haben auch viele Zuschauer, die uns dann noch ein paar Informationen bieten, die wir dann auf unserer Facebook-Seite hier veröffentlichen können, weil wir unsere Augen zwar versuchen, überall zu haben, aber überall geht es dann doch nicht immer. Und ja, das ist eine tolle Hilfe. Auch vielen, vielen Dank nochmal an alle, die jetzt im Hintergrund hier für diese Flaschenpost zum Beispiel mitgearbeitet haben. So, jetzt sage ich Danke für eure Zeit, Danke für Zusehen. Bis dahin, euer Seacrouts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.